Ich gratuliere dir. Du hast dir 16 Installationsvideos angeschaut und bist nun bis zu diesen drei Videos gelangt. Die bisherigen Videos dürften einiges in deinem Leben verändert haben. In diesen drei Videos geht es nun um das Ausleben unseres vollen Potenzials. Auf dem Weg hierher gab es für dich bestimmt so einige Hürden, könnte ich mir vorstellen. Und vielleicht auch so einige Erleichterungen. Und möglicherweise einiges, das in dir sogar Begeisterungsgefühle geweckt hat. Und sicherlich gab es auch manches, das dich eine Zeit beschäftigt hat und vielleicht auch noch in Zukunft weiter beschäftigt. Oder das dich sehr motiviert. Ich bin mir bewusst, dass ich mit dem Neuresonanzmodell sehr tief in unserem Gefühlsleben grabe. Und gleichzeitig stelle ich etwas zur Verfügung, nach dem sich die meisten Menschen sehnen. Leider ist diese gelöste Form des Zusammenlebens und des Seins in unserer aktuellen Gesellschaft nur selten zu finden. Ich wünsche uns allen aus tiefstem Herzen, dass sich das in nächster Zeit ändern wird. Ich gebe mein Bestes, so eine Potenzialentfaltung, wie ich sie mit Hilfe des Neuresonanzmodells beschreibe, in unserer Gesellschaft immer weiter anzuregen. In diesen drei Potenzialvideos ziehe ich nun alle Register. Und ich finde es interessant, dass mir gerade diese Formulierung, diese Redewendung dazu eingefallen ist. Alle Register ziehen. Denn ich habe in meiner Jugend selbst das Spielen auf der Kirchenorgel gelernt. Ich bin also Organist, so wie meine Eltern es waren und meine Schwester es ist. Deshalb weiß ich nur zu genau, wie voluminös und feierlich eine Orgel klingen kann, wenn man alle Register zieht, zum Beispiel bei einer Hochzeit. Durch die ersten 16 Installationsvideos haben wir viel Vorarbeit geleistet. So kannst du nun das Gefühl entwickeln, viel besser interpretieren zu können, wie alles in unserem Leben ineinander spielt und miteinander verzahnt ist. Und wie alles auf irgendeine Art und Weise dazugehört und nachvollziehbar wird. Auch wenn es schmerzhaft ist, was passiert oder was ein Mensch tut. Selbst so ein schmerzhaftes Verhalten können wir uns jetzt erklären. Denn verliert man in sehr jungen Jahren, vielleicht sogar schon als Baby, eine tiefe Verbundenheit, dann prägt es das gesamte Leben. Wenn man zum Beispiel früh abgestillt wird oder nachts durchschlafen soll als kleines Baby und man schreien gelassen wird, oder wenn die Eltern irgendwann beginnen, auf das Baby oder das Kind genervt zu reagieren, dann ist das für jedes Kind ein Verlust von Verbundenheit. Und sowas tut immer sehr weh. Wenn dann dieser Verlustschmerz nicht vollständig verarbeitet und geheilt werden kann, dann führt es auf ganz logische Weise zu vielen mit Schmerz verknüpften Verhaltensmustern, wie ich sie dir in den vorigen beiden Videos 15 und 16 ja beschrieben habe. Wer dagegen geborgen und behütet aufwächst, oder wer als Erwachsener gelernt hat, seine natürliche Schmerzverarbeitung wieder vollkommen fließen zu lassen, der kann ein Leben mit viel ausgeglichenen, glücklichen und energievollen Situationen erfahren. Die Resilienz ist voll ausgeprägt und hilft wundervoll, durch das nicht immer leichte Leben zu kommen. Es ist also nicht so, dass man durch Schmerzerfahrungen abgehärtet wird, um gut durch das Leben zu kommen.
sondern es ist so, dass man durch frei fließende Schmerzverarbeitung seine Resilienz behält, um das harte Leben auf eine glückliche und mitfühlende Weise zu durchleben. Das Schöne am Neuresonanzmodell ist, dass es zeigt, wie wir zu einem glücklichen Leben und zu Resilienz zurückfinden können. Selbst wenn wir viele Verletzungen und Verluste erfahren haben und noch nicht verarbeiten konnten. Das Modell stellt einen roten Faden zur Verfügung, an dem wir uns optimal orientieren können. Auch wenn das Modell wissenschaftlich noch nicht validiert ist, bietet es einen Rundummaßstab für einen gelösten, empathischen und würdevollen Umgang miteinander. Dieser Maßstab des Neuresonanzmodells ist wie ein weißer Teppich, auf dem die schwarzen Krümel viel deutlicher zu sehen sind als auf einem schwarzen Teppich. Wir können mit Hilfe des Modells leichter identifizieren, wo in unserer Gesellschaft oder bei jedem einzelnen Menschen ein Schmerz wirkt und wo der Schmerz mit einem Happy End verknüpft werden kann. Ich wünsche dir, dass dieser weiße Teppich sich für dich durch diese Installationsvideos zu einem wundervollen, fliegenden Teppich entwickelt, auf dem du einen Überblick über die reichhaltigen Facetten unseres gesamten Lebens genießen kannst. Ein Überblick, der in dir tiefe Verbundenheit, Mitgefühl und Fürsorge und gleichzeitig volle Potenzialentfaltung und Selbstverwirklichung auslösen kann. Erlebe eine begeisternde Unabhängigkeit innerhalb einer tiefen Verbundenheit. Wie das geht, das erfährst du jetzt nun in diesen drei Videos. Wenn du auf dem Fahrrad sitzt, dann achtest du darauf, wo du lang fährst. Sitzt du im Kino, dann lässt du dich unterhalten. Beim Schwimmen achtest du auf deine Körperbewegungen. In der Schule achtest du darauf, im optimalen Fall, was jemand anderes dir erklärt. Hörst du beim Autofahren Radio, dann schaust du auf den Verkehr, während du gleichzeitig zuhörst. Bei der Arbeit konzentrierst du dich auf deine Aufgabe, wobei du dich auch mit deinen Kolleginnen oder deinen Vorgesetzten austauschst. Oder einfach nur an sie denkst, wenn sie nicht da sind. Manchmal achtest du auch auf deine Gefühle. Besonders wenn es dir nicht gut geht und du dich seltsam fühlst oder sogar seelisch verletzt und ausgeschlossen. Oder du registrierst deine negativen und positiven Gedanken über dich selbst, deine Selbstbewertungen. Der Schlüssel zu allem ist deine Aufmerksamkeit. Worauf konzentrierst du dich? Oder worauf wirst du konzentriert? Was nimmt dich mit? Auch wenn du zunächst den Eindruck hast, dass deine Aufmerksamkeit angezogen wurde oder du abgelenkt wurdest, also auf passive Weise, und du nichts dafür konntest. Es gibt eine Seite in dir, die entscheidet. Diese Seite in dir entscheidet, ob du voll auf dein eigenes Ziel konzentriert bist und alles andere ausblendest. Dann bist du in der Spielerrolle. Zum Beispiel, wenn du dir Fantasien ausmalst oder Visionen entwickelst oder Pläne machst oder dich über etwas aufregst oder wenn du meditierst und so weiter.
Oder die Seite entscheidet, dass du offen dafür bist, deine Aufmerksamkeit von deinem Umfeld lenken zu lassen. Dann bist du in der Mitspielerrolle. Zum Beispiel, wenn du dich vor den Fernseher setzt oder Musik genießt oder ein Video anschaust oder deiner Freundin zuhörst und so weiter. Denkst du immer mal wieder daran, dass es diese Seite in dir gibt, dein Gesamt-Ich, das immer entscheidet, dann fühlst du dich nie wieder als Opfer von äußeren oder inneren Einflüssen. Du weißt immer, dass dein Gesamt-Ich entschieden hat, offen für einen Einfluss zu sein. Und es gibt ja immer noch ein Auffangnetz. Sollte sich dein Gesamt-Ich dafür entschieden haben, sich vom Umfeld beeinflussen zu lassen und deine Aufmerksamkeit wird beispielsweise auf das Ziel einer anderen Person gelenkt oder auf ihren Wunsch oder ihr Bedürfnis oder ihre Vision, dann gibt es immer noch den dritten Entscheidungspunkt in deinem glücklichen Lebensfluss als Auffangnetz. Denn an diesem dritten Entscheidungspunkt spürst du nach, ob du tatsächlich zur Verfügung stehen willst und mitmachst oder ob du nicht weiter mitmachst, was ja auch dazu gehört. Wenn dir jemand eine kurze Nachricht schickt und dir eine Frage stellt, dann bist du immer frei, ob und wann du darauf antwortest und auch, was du antwortest. Kein Gespräch mit einem anderen Menschen ist eine Einbahnstraße. Du musst nicht immer zuhören, wenn dir jemand anderes etwas erzählt. Du kannst immer spontan das Thema wechseln. Oder du stellst dem anderen ganz genaue Fragen zu seinem Thema. Und durch diese Fragen kannst du dann das Gespräch zu lenken beginnen. Ob du mitmachst oder nicht, gilt auch für deine eigenen Ziele. Wurde deine Aufmerksamkeit durch zum Beispiel eine Erinnerung auf ein eigenes Ziel konzentriert? Ach ja, ich wollte ja noch das machen. Dann kannst du immer noch entscheiden, ob du das Ziel weiterverfolgst oder nicht. Willst du heute selbst was kochen? Wenn du nicht mitmachst, dann gehört auch das dazu. Auch wenn du etwas innerlich bewertest, vielleicht sogar abwertest und dich aufregst über dein Umfeld oder über dich selbst, dann steckt immer ein eigenes Ziel dahinter und du bewertest gerade auf dieses Ziel bezogen. Für Ziel kann man ja auch einsetzen Wunsch, Bedürfnis, Gewohnheit oder eigene Vorstellung, Vision und so weiter. Also wenn du irgendwas gewohnt bist und irgendetwas anderes schießt quer, dann bewertest du das andere immer bezogen auf deine eigenen Vorstellungen, auf deine eigenen Gewohnheiten, also auf dein eigenes Ziel. Oder du spürst einen Drang, etwas unbedingt tun zu müssen. Dann bist du hier in der Spielerrolle plus Schmerz. Am dritten Entscheidungspunkt kannst du immer klären, ob du bei deinem eigenen verschmerzten Ziel weiter mitmachst oder ob du deinen eigenen Impulsen nicht mehr zur Verfügung stehst und mit dieser Seite in dir nicht mehr mitmachst. Deine Entscheidung, einem Teil von dir nicht mehr zur Verfügung zu stehen, gehört auch dazu. Du sagst dir, solange ich verletzende oder abwertende Gedanken habe, steckt ein ungelöster Schmerz oder eine unangenehme Gewohnheit in mir. Und deshalb mache ich dabei nicht mehr mit. Dieser dritte Entscheidungspunkt ist die Ausstiegstür aus einer Sucht oder aus einer bestimmten schmerzlichen Gewohnheit. Hier kannst du dein Aussteigen immer wieder bewusst trainieren, indem du zu diesem Verhaltensmuster sagst, ich stehe dir nicht mehr zur Verfügung. Dadurch entwickelst du ein neues Verhaltensmuster, das allmählich zu einer neuen Gewohnheit werden kann, nämlich das
Aussteigerverhaltensmuster. Hast du entschieden, nicht mehr weiter mitzumachen und hast die Haltung eingenommen, dass auch diese Grenze jetzt dazugehört, dann schaust du nun auf einer neuen Ebene, worauf du jetzt als nächstes deine Aufmerksamkeit lenken willst. Zum Beispiel willst du nicht kochen, sondern du konzentrierst dich jetzt auf die Suchmaschine im Internet, in die du Lieferservice eingibst. Oder du gehst ins Restaurant um die Ecke. Oder du willst jetzt keine abwertenden Gedanken mehr leben und konzentrierst dich jetzt auf positive Bewertungen. Wie wäre für dich der gelöste Zustand? Was ist gut? Was hilft dir? Was willst du am liebsten? Sobald wieder ein schmerzhafter Gedanke kommt, kannst du sagen, nein, da mache ich nicht mit. Und diese Grenze gehört auch dazu. Ich will jetzt etwas Angenehmes oder etwas, das mich begeistert. Solange du mitmachst und weiterhin deine Aufmerksamkeit permanent auf etwas Schmerzhaftes richtest, auf schmerzhafte Gedanken, oder wenn du tatsächlich in die Küche gehst, um dir selbst etwas Leckeres zu kochen, das ist immer deine freie Entscheidung. Machst du mit oder machst du nicht mit? Du entscheidest. Auch wenn du deine Aufmerksamkeit auf das Ziel eines anderen Menschen lenkst, unterstützt du ihn freiwillig. Während des Mitmachens bist du weiterhin frei, jederzeit zu entscheiden, deine Aufmerksamkeit auf deine Grenze zu richten und nun ganz liebevoll und mitfühlend nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Auch das gehört dazu. Durch diese Haltung, dass auch die Grenze dazugehört, richtest du deine Aufmerksamkeit sofort auf die Allesspielerrolle. Und das wiederum führt zu einer neuen Ebene, auf der du nun neu entscheiden kannst, worauf du deine Aufmerksamkeit als nächstes lenkst. Durch das Lenken deiner Aufmerksamkeit entscheidest du auch immer gleichzeitig, welche Rolle du einnimmst. Deswegen ist deine Aufmerksamkeit der Schlüssel zu allem. Konzentrierst du dich zum Beispiel auf dein eigenes Ziel, dann bist du in der Spielerrolle und hast eine entsprechende Klarheit. Du weißt, was du willst. Du bestimmst. Konzentrierst du dich auf das Ziel eines anderen Menschen, dann bist du in der Mitspielerrolle und hast eine entsprechende natürliche Unsicherheit. Der andere bestimmt und lenkt. Und du kannst nicht genau vorhersehen, was passieren wird. Genauso ergeht es dir, wenn du das Gefühl hast, Opfer deiner eigenen Impulse, Gedanken und Gewohnheiten zu sein. Dann richtet sich deine Aufmerksamkeit auf deine unangenehmen Automatismen. Du bist gegenüber deinen Automatismen hier in der Mitspielerrolle und weißt nicht, was du tun sollst. Entscheidest du dich, nicht mehr für ein eigenes Ziel zur Verfügung zu stehen, für eine eigene Gewohnheit oder auch für das Ziel eines anderen nicht mehr zur Verfügung zu stehen, dann bist du in der Nichtspielerrolle und fühlst dich entweder erleichtert oder du fühlst den Verlust einer Verbundenheit. Und dann fühlst du Schmerz. Oder beides gleichzeitig. Hast du dich einmal von einem schwierigen Menschen getrennt, den du gleichzeitig in deinem Herzen gern hast, dann weißt du, dass man sich erleichtert und traurig zugleich fühlen kann. Wenn du allem zustimmst und deine Aufmerksamkeit auf den Satz konzentrierst, dass auch das jetzt dazu gehört, dann bist du in der Allespielerrolle und integrierst das, was gerade passiert ist, um anschließend den nächsten Schritt zu gehen. In der Beobachterrolle befindest du dich sowieso die ganze Zeit, weil du beobachtest, worauf deine Aufmerksamkeit gelenkt ist, wie du dich dabei fühlst und worauf du deine Aufmerksamkeit als nächstes lenken möchtest.
oder worauf deine Aufmerksamkeit scheinbar gelenkt wird und so weiter. Alles dies kannst du beobachten. Du kannst auch an jeder Stelle immer wieder in die Allesspielerrolle wechseln. Sie ist ja nicht hier nur als kleines Symbol zu sehen, sondern sie ist ja hier dieser Hintergrund, dieser große Kreis mit den Pfeilen in alle Richtungen. Das ist die Allesspielerrolle, wo alles dazugehört, wo alles reinpasst. Auch wenn jetzt hier die Ränder ein bisschen abgedeckt sind. Wenn du hier entscheidest, dich selbst für ein Ziel entscheiden zu wollen, dann gehört das dazu. Wenn du dich auf dein Ziel konzentrierst, heute etwas länger im Bett liegen zu bleiben, dann gehört auch das dazu. Wenn du dich entscheidest, dieser scheinbaren Faulheit nicht zur Verfügung zu stehen, dann gehört auch das dazu. Wenn du dann aber entscheidest, doch im Bett liegen zu bleiben und den Roman zu Ende zu lesen, dann gehört auch das dazu. Oder wenn du siehst, wie ein anderer Mensch ein Ziel verfolgt, kannst du sagen, dass auch sein Ziel dazu gehört. Und wenn du dich entscheidest, den anderen empathisch zu unterstützen und ihn glücklich zu machen, indem du ihm hilfst, dann gehört auch das dazu. Willst du, dass etwas nicht dazu gehört, dann gehört auch das dazu, dass du das nicht willst. Die Allesspielerrolle ist für dich jederzeit immer und überall erreichbar. Du kannst auch beobachten, ob du dich in einer Rolle glücklich oder traurig und verletzt fühlst. Bist du glücklich, dann ist alles super. Du bist mitten in einem Happy Flow. Du kannst alle Rollen im gelösten Zustand leben. Du kannst gut zwischen allen Rollen wechseln. Mal redest du ausgelassen über einen eigenen Wunsch und bist in der Spielerrolle und bestimmst. Dann fragst du jemand anderen interessiert, wie es ihm geht und was er so vorhat. Und wenn der andere dann erzählt, bist du in der Mitspielerrolle und hörst zu. Oder du denkst bei einem Problem zustimmend, dass auch das jetzt dazu gehört und bist in der Allesspielerrolle. Oder du ziehst dich freundlich zurück oder lehnst etwas liebevoll und dankend ab und bist dabei entspannt in der Nichtspielerrolle. Es könnte sein, dass du unabsichtlich in der Nichtspielerrolle bist und einen Verlust erleidest. Dann kannst du diesen Verlust im optimalen Fall sofort integrieren. Du denkst, dass auch das jetzt dazu gehört. Und wenn der Schmerz groß ist, kannst du das auch durch Tränen verarbeiten. Und anschließend kannst du wieder alle Rollen im gelösten Zustand leben. Happy Flow. Fühlst du dich aber etwas länger traurig oder verletzt, dann gibt es auf ganz natürliche Weise den Wunsch in dir, dass es dir möglichst bald wieder besser geht. Zuerst brauchst du einen Schutz, dass du nicht weiter verletzt wirst, und dann wünschst du dir innerhalb dieses optimalen Rahmens eine Heilung. Es entsteht also eine Heilungshierarchie innerhalb von dir. Deine Aufmerksamkeit konzentriert sich auf deinen Schmerz. Dein Schmerz steht im Mittelpunkt und alles in dir möchte diesen Schmerz heilen. Gleichzeitig wäre es natürlich optimal, wenn dein Umfeld bei dieser Heilungshierarchie mitmacht. Es tut dir gut, wenn ein Mensch oder mehrere Menschen sich einfühlsam um dich kümmern und dich in deinem Heilungsprozess genauso unterstützen, wie du es jetzt brauchst. Das können deine Eltern sein, das kann ein Partner sein, das kann ein Kind sein. Es kann eine Vorgesetzte oder eine Mitarbeiterin sein oder eine Ärztin oder ein Therapeut. Du befindest dich in der Spielerrolle mit einem Schmerz verknüpft und hast das klare Ziel, dich körperlich oder seelisch zu heilen. Und dein Umfeld befindet sich im optimalen Fall in der Mitspielerrolle, nimmt auf dich Rücksicht und folgt deinen Anweisungen und Korrekturen, damit dein Heilungsziel optimal erreicht wird.
Wenn du merkst, dass dir ein Mensch nicht wirklich hilft und vermehrt Fehler macht oder unstimmig handelt und auch deine Korrekturwünsche nicht richtig umsetzt, dann teilst du demjenigen freundlich mit, so freundlich wie es geht, dass er dir leider nicht helfen kann und dass du ihn aus der Mitspielerrolle entlässt. Dadurch rutscht der andere in die Nichtspielerrolle, was auch dazu gehört. Jetzt könnte es aber sein, dass der andere unter seiner Nichtspielerrolle leidet und einen Schmerz spürt. Er fühlt einen Verlust von Verbundenheit. Er hatte an seine Hilfe dir gegenüber ein Verbundenheitsgefühl geknüpft und ist jetzt durch deinen herbeigeführten Rollenwechsel beleidigt. Er fühlt Leid. Dadurch, dass er dir jetzt nicht mehr helfen darf, ist er in die Nichtspielerrolle katapultiert worden. Er fühlt einen Verlust und befindet sich nun auch in einer Heilungshierarchie mit einem Heilungsziel. Hier siehst du den anderen mit seinem Heilungsziel. Und du entscheidest, ob du dem anderen dafür kurz fürsorglich zur Verfügung stehen willst, indem du ihm zum Beispiel mitteilst, dass es dir leid tut, dass er jetzt leiden muss. Vielleicht erklärst du auch noch einmal, warum der andere dir nicht helfen kann, damit er es vielleicht besser verstehen und seiner Nichtspielerrolle leichter zustimmen kann. Wenn das aber nicht gelingt, dann kannst du frei entscheiden und mitteilen, dass du dem anderen für seinen Schmerz jetzt leider nicht zur Verfügung stehst, sondern dich erst einmal auf deinen eigenen Schmerz, dein eigenes Ziel konzentrierst. Wenn du möchtest, kannst du dem anderen noch fürsorglich anbieten, ihm später zur Verfügung zu stehen, wenn es dir selbst wieder besser geht. Anschließend konzentrierst du dich wieder auf deinen eigenen Heilungsprozess und ihr geht getrennte Wege. Und die Menschen, die dir helfen, weist du wieder an und sagst ihnen, was du brauchst und was dir gut tut. Gleichzeitig hast du Mitgefühl für den anderen, der nun unter dieser Trennung leidet. Du siehst, dass auch sein Schmerz dazu gehört und dass du ihm momentan nicht helfen kannst. Und du wünschst, dass dem anderen irgendwie durch das Universum geholfen wird und er auch ohne dich Fürsorge und ein heilendes Happy End erleben darf. Aktuell ist diese Situation, wo ihr euch trennt, ein Bad End für euch beide. Und sobald es irgendwann wieder möglich ist und es dir besser geht, könnt ihr euch in einem gemeinsamen Gespräch noch nachträglich ein Happy End anfügen. Dadurch entwickelt ihr diese Trennungssituation weiter. Dieses Bad End in euren Gehirnen wird nachträglich geheilt und ihr könnt euch wieder wohl miteinander fühlen. Wie du mit deinem vollen Potenzial mit einer Situation umgehen kannst, in der dir ein anderer Mensch im schlimmsten Fall Vorwürfe macht, dich angreift, dich mobbt, dich abwertet oder auf andere Weise dir emotionale Verletzungen zufügt, das zeige ich dir im nächsten Installationsvideo. Wie kannst du dich mit Hilfe deines vollen Potenzials äußerlich und innerlich optimal schützen? Und wie unterstützt dich umgekehrt dieser optimale Schutz darin, dein volles Potenzial zu leben